Wundervolle, dass ihr heute wieder mein Video anschaut. Um was geht's heute? Um den römischen Kaiser Servius Sulpicius Galba, der nur ein Jahr lang von 68 bis 69 nach Christus römischer Kaiser war. Ihr habt dazu ja schon ein Hörbuch gemacht von Suetons Kaiserbiografien und in diesem Video werde ich jetzt einfach versuchen, aufbauend auf diesen Kaiserbiografien von Sueton das Leben des Galba zu erklären. Mit vollem Namen heißt er Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba und er ist in Tarracina geboren, am 24. Dezember 3 vor Christus. Er war der erste Kaiser, der nicht der julisch-claudischen Dynastie entstammte, denn dieses Haus starb mit Nero aus. Sueton berichtet, dass es auch schon Vorzeichen dafür gegeben hätte, dass das Haus des Nero aussterben würde. Und zwar wäre es so gewesen, Livia, die Frau des Augustus, hatte nämlich einmal ein Huhn aufgefangen, das ein Adler herabfallen gelassen hatte. Und dieses Huhn hatte im Schnabel einen Lorbeerzweig. Und Livia hat jetzt beschlossen, den Lorbeerzweig einpflanzen zu lassen und das Huhn aufzuziehen. Und das Huhn hätte ganz viele weitere Küken geboren und aus diesem Lorbeerzweig wären dann auch weitere Lorbeerbüsche entstanden. Und dann sei auch die Tradition entstanden, dass jeder Kaiser einen neuen Lorbeerzweig dort anpflanzen lässt, wobei angeblich auch die Beobachtung gemacht worden wäre, dass jedes Mal, wenn ein Kaiser gestorben ist, auch ein Lorbeerbusch eingegangen wäre. Und jedenfalls kurz vor Neros Tod sei der ganze Lorbeerhain eingegangen und das sei eben schon das Vorzeichen für das Aussterben der Dynastie gewesen. Sueton beginnt jetzt wie immer damit, die Familiengeschichte des Galba zu erzählen. Seine Familie war adelig und sie führen ihren Stammbaum bis auf Pasiphae und Jupiter zurück. Sein Vater war Gaius Sulpicius Galba und seine Mutter Mummia Achaica. Sein Bruder Gaius war sehr verschwenderisch und verschleuderte sein Vermögen und deswegen hat Tiberius ihm verboten, sich für das Prokonsulat zu bewerben und deswegen hat der Bruder dann Selbstmord begangen. Als Galbas Mutter dann relativ früh verstorben war, heiratete sein Vater ein zweites Mal und zwar Livia Ocellina. Diese adoptierte dann auch den Servius Sulpicius Galba und er hatte anscheinend ein sehr gutes Verhältnis zu ihr, denn er erbte dann schlussendlich, als sie gestorben war, auch ihr Vermögen und ihre Güter in Tarracina. Sueton geht jetzt im nächsten Kapitel auf die Prophezeiungen für die künftige Herrschaft des Galba ein, so macht er das ja eigentlich immer bei den Kaisern, und dann schreibt er, dass Galba Lepida geheiratet hat, diese sei aber bald gestorben und nach ihrem Tod hat er nie wieder geheiratet. Jetzt geht Sueton auf Galbas Karriere ein. Und zwar schreibt er, dass er zuerst unter der Regentschaft des Tiberius noch Statthalter und Prätor von Aquitanien gewesen war und dann mit 33 Jahren trat er das ordentliche Konsulat an. Unter Caligula dann, 39 nach Christus, war er Oberkommandant des germanischen Heeres. Unter Claudius war er 2 Jahre lang Prokonsul von Afrika und hat 3 Priesterämter übernommen. Und unter Nero schließlich war er 8 Jahre lang Statthalter der Hispania Tarraconensis, wo er dann für seine strenge Disziplin, aber auch Gerechtigkeit bekannt wurde. Als dann Vindex gegen Nero zum Aufstand rief, schloss sich Galba an. Er ließ sich am 3. April 68 nach Christus in Carthago Nova von seinen Truppen zum Kaiser ausrufen. Allerdings war er sehr vorsichtig, denn er nannte sich vorerst nur Legatus Senatus Populique Romani, weil er die letzte Entscheidung dem Senat überlassen wollte. Außerdem schickte er auch in dieser Zeit viele Briefe, in denen er um Unterstützung bat, an die Statthalter der verschiedenen Provinzen. Jetzt kommt es allerdings, wegen ungeklärter Umstände, zu einem Streit zwischen Vindex und Rufus und Vindex unterliegt und begeht dann Selbstmord. Damit wäre ja der Aufstand gegen Nero eigentlich beendet, aber der Prätorianerpräfekt Gaius Nymphidius Sabinus bewegt dann die Soldaten, mit Versprechungen auf 7500 Sesterzen zum Abfall von Nero. Schließlich bestätigt auch der Senat am 8. Juni 68 nach Christus Galba als neuen Kaiser und erklärt Nero zum Staatsfeind. Einen Tag später, am 9. Juni, begeht Nero dann Selbstmord. Obwohl Sueton zuvor von Galbas Gerechtigkeit gesprochen hat, kommt nun der Aspekt der Grausamkeit und der Habsucht zutage. Er bestrafte nämlich die Städte Galliens und Spaniens, die sich ihm nicht sofort angeschlossen hatten, und zwar durch entweder hohe Steuern oder auch Schleifung der Stadtmauern, also dann konnten sie sich quasi nicht mehr selber schützen. Außerdem war er nicht beliebt bei den Soldaten, weil er ihnen erstens keine Donativa gegeben hatte, also er hat sie nicht bezahlt, das war ja üblich, wenn ein neuer Kaiser antritt, dass er sich
quasi die Liebe der Soldaten erstmal kauft, dass er ihnen eine Belohnung gibt. Und er hat ihnen auch nicht diese versprochenen 7500 Sesterze gegeben, die eben der Prätorianer Präfekt ihnen versprochen hatte, wenn sie gegen Nero einen Aufstand machen. Deswegen war Galba sehr unbeliebt bei den Soldaten. Er hat auch angeblich gesagt, dass er es gewohnt sei, Soldaten auszuheben und nicht zu kaufen. Und wenn es Probleme gab, hat er auch auf ziemlich harte Maßnahmen zurückgegriffen, nämlich die Dezimierung. Wenn jetzt jemand nicht weiß, was die Dezimierung ist im Römischen Reich, also wie das Wort schon sagt, das kommt von Dezi 10 und da wird jeder Zehnte im Militär ausgelost und der wird dann entweder hart bestraft oder eben manchmal auch hingerichtet. Jetzt schreibt Sueton etwas zu den politischen Zielen des Galba. Und zwar wollte er eben die Staatsgeschäfte restaurieren, die Staatskasse, weil Nero ja so horrende Ausgaben gemacht hatte. Und er macht auch Reparaturen am größten Getreidespeicher Roms, der Horrea Sulpicia. Allerdings beschreibt Sueton, dass es ein Problem war, dass er so abhängig war von drei seiner Beratern. Und zwar wäre da einmal gewesen Icelus, dann Titus Vinius und Cornelius Laco. Nun kommt es aber bald schon zu einer Krise. Am 1. Januar 69 nach Christus erneuern die Soldaten in Obergermanien nicht, wie es üblich zu Neujahr ist, ihren Eid auf den Kaiser, sondern sie werfen sogar seine Standbilder um. Galba bekommt das natürlich mit und möchte jetzt seine Nachfolge schnell regeln und er adoptiert deshalb am 10. Januar den Lucius Calpurnius Piso Frugi. Jetzt schreibt Sueton allerdings, dass es schon Vorzeichen gab für Galbas baldigen Tod. Und zwar hätte bei einer Opferung eines Stieres Galba das Stierblut regelrecht überströmt. Denn was ist jetzt passiert? Im Folgenden ist es so, dass Marcus Salvius Otho, der sehr bei den Soldaten beliebt war im Gegensatz zu Galba, eine Verschwörung anzettelt. Und am 15. Januar, also nur 5 Tage nachdem Galba den Piso Frugi adoptiert hatte, wagt Otho einen Putsch. Galba will diesen Putsch niederschlagen, aber es gelingt ihm nicht und er wird getötet. Somit stirbt er im Alter von 73 Jahren in seinem nur 7. Regierungsmonat. Und er wird dann in seinen Privatgärten an der Via Aurelia bestattet. Ja, wie gesagt, dadurch, dass er nicht so lange regiert hat, gibt es auch nicht viel Material dazu von Sueton oder den anderen antiken Autoren. Aber wenn es euch interessiert, könnt ihr ja jetzt zu dem anderen Video schauen, also zum Hörbuch, das ich eben aufgenommen habe von Sueton über Galbas Leben. Ansonsten sage ich Tschüss für heute, macht es gut, ihr Lieben, und schaltet doch bitte beim nächsten Video ein. Könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, dann kriegt ihr das eh gleich mit und ich würde mich auch sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Na dann, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!